Hallo meine Lieben, ich habe mir einen Poncho gestrickt und als Abschluss habe ich eine schöne Umrandung daran gehäkelt. Und von dieser Umrandung gibt es nun eine Anleitung. Die Umrandung besteht aus insgesamt 3 Reihen. Ich habe diese Umrandung mit einem dünneren Garn gehäkelt, weil das Häkeln eh dicker ist als das Stricken. Ich habe hinten begonnen und eine Runde mit Stäbchen umhäkelt. Nun folgt die zweite Reihe. Wir machen 5 Luftmaschen und eine feste Masche in die dritte Masche hinein. Danach folgen noch einmal 2 feste Maschen. Und dann fangen wir wieder von vorne an. 5 Luftmaschen und eine feste Masche in die dritte Masche hineinmachen und wieder die 2 festen Maschen. Diese Luftmaschenbögen rundherum so arbeiten. Und wenn wir wieder am Anfang bzw. hinten angekommen sind, müssen wir schauen, dass wir mit dem Muster auskommen. Die letzten Maschen sind die 2 festen Maschen. Nun beginnt die dritte und letzte Runde. Den Anfangsfaden lege ich mir auf die Arbeit, er wird mit eingehäkelt, so brauche ich ihn später nicht zu vernähen. In jeden Luftmaschenbogen häkeln wir nun 7 Stäbchen hinein. Dann machen wir eine Kettmasche in die Mitte der 3 festen Maschen. Auf diese Weise werden jetzt alle Bögen so behäkelt. Also in jeden Bogen 7 Stäbchen hineinhäkeln und dann eine Kettmasche in die Mitte der 3 festen Maschen der Vorrunde. Wenn die Runde beendet ist, den Faden abschneiden, ihn vernähen und die Bögen noch ein wenig in Form zupfen. Das ist ein wunderschöner Abschluss für einen Poncho oder auch für ein Dreieckstuch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Jule.